Moin zusammen, eine neue Runde Satisfactory. Der Kollege, der hier gerade vorbeifährt. Ja, da musste ich gerade mal etwas fixen, denn hier hat etwas überhaupt nicht funktioniert und deswegen seht ihr nämlich hier auch noch die eingeblendeten Wege. Ja, dann aber plötzlich ist mir hier die Sicherung um die Ohren geflogen, alles aus. Ja, und der Stand irgendwie wurde nicht aufgetankt. Warum, weiß ich auch nicht, obwohl beide Kohle drin haben, um den automatisch aufzutanken. Ich habe das jetzt nochmal geprüft. Es hat ausschließlich funktioniert, indem ich die ganze Strecke gelöscht habe und nochmal neu, ja, angelernt habe. Ebenso musste ich diese LKW-Station abbauen und nochmal hinbauen. Ja, jetzt geht das Stromkabel nach da oben. Warum auch immer, denn wollte ich es zu einem anderen Wand hier raus, vollkommen egal wo. Das Stromkabel geht ja normalerweise durch die Wand, kam immer nicht ausreichend Platz vorhanden. Immer. Ich habe keine Ahnung warum. War so. Jetzt kommt halt hier nochmal. Jetzt habe ich hier, wird er jetzt nicht aufgetankt. Jetzt habe ich das Band dann immer rein. Funktioniert es aber. Das blende ich dann später nochmal aus, wenn ich allein bin. So. Was ich gemacht habe, ganz wichtig. Wir nehmen mal hier unseren Kollegen. So. Das ist meiner. Was wollte ich eigentlich? Habe ich hier noch genug Gelumpse dabei? Eigentlich schon. Wir nehmen mal Kollegen. Und ich habe, wir fahren mal von dort. Das kommt nämlich, glaube ich, von da. Eine Turbodrahtfabrik. Mal kurz dorthin gestellt, wo wir dieses komische Erz gefunden haben. Ja? Ich will diesen Turbodraht hier hinbringen. Bis jetzt tun wir den ja nicht weiterverwenden. Das heißt, ich will ihn aber erstmal hier haben. Wir bauen dann also einmal. Hier fehlt, stimmt doch was nicht. Ich habe doch eben das Spiel geladen. Ich habe das Spiel eben geladen. Hier fehlen doch Strommasten auf einmal. Wartet mal. Lass uns mal hier rumfahren, weil diese andere Fabrik, da habe ich nämlich Strommasten hin. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir fahren da jetzt nochmal hin. Hier ist doch. Gehen von hier. Hier ist der Strommast lang. Genau, die sind da. Hier quer rüber. Fahren wir mal hin. Ja. Ich will die Turbodrähte dort haben. Das Problem, erstes Problem, nachdem mir es ja schon zum zweiten Mal passiert ist, dass plötzlich die LKW-Route mit der Kohle, nur mit der Kohle, Zusammenbruch gekommen ist, weil er einfach stehen geblieben ist, weil er irgendwann nicht mehr aufgetankt wurde, obwohl Kohle vorhanden war, um den aufzutanken. Will ich nicht, dass mir hier die Turbodrahtlinie flöten geht. Wir könnten also dort rumfahren, da ist aber, glaube ich, dieses Gas. Also fast halt fahren. Ich will nicht fahren, sondern wir bauen ein Förderband. Deshalb, weil ich den Turbodraht in der Hauptfabrik, die da hinten ist, auch haben will. Will ich. Ja, hier parken wir mal. Deswegen muss dort. Du rollst nicht rückwärts, ne? Danke. Deswegen will ich dort. Diesen Mast habe ich übrigens da hingesetzt. Da oben, weil da oben war eine Schnecke. Machen wir da irgendwo. Da gehen wir auch mit unserem Förderband irgendwie durch. Geh mal weg hier. Hier habe ich einen Baum weggeholzt. Der hat mich gestört. Hier, da lang. Da steht das Ding. Ja. Da ums Eck. Muss ich mal gucken, ob wir darüber gehen. So, jetzt guckt mal. Das habe ich jetzt zum Speichern erstmal genommen. Da, Turbodraht. Standard ist, glaube ich, nichts. Habe ich übertaktet oder doch übertaktet. Auf jeden Fall habe ich hier zwei, die das konstruieren. Ja, Turbodraht dort. Zack. Einen halt nur habe ich ihn jetzt übertaktet. Wir haben auch hier auch nur einen Platz, ne? Der ist nicht übertaktet. Macht 120 die Minute. Deswegen ist das jetzt auch hier noch so ein Band, was da passt. 120 die Minute. Das heißt 60 da rein, 60 da rein. Das braucht er auch. Das heißt, mehr können wir hier gar nicht hinsetzen. Daraus macht er 15 Barren. Also haben wir 30 Barren. 15. Ja, und er braucht auch 15. Das heißt, wenn man so will, 100% auslast. Schneller geht's aktuell nicht. Langsamer dann halt. Ja. Wie viel machen wir eigentlich von diesen Drähten? 60 pro Minute. Passt ja, 100% aus. So. Das Gelumpe, da hier,
Das ist noch das langsame Band, weil schneller braucht es aktuell nicht sein. Ja, wird da zusammengeführt, das ist schneller. Ja, weil hier, da 60, 60, 120, das sind Zweier. Ja. Das heißt, wir müssen mindestens mit dem Zweier bis in die Base. Das hier, was Schnelleres haben wir ja noch nicht. Ach so, und falls euch jemand wundert, guckt mal. Habe ich noch gar nicht gesagt. Mach mal weg hier. Passt mal auf. Zack. Hier, guckt. Zack. Warum ist das so? Weil Exoskelett. Habe ich gebaut. Mit dem Sprungdraht, mit dem Turbodraht ging das nämlich. Das heißt, wir laufen jetzt so schnell, wie der Truck auf der Geraden fahren kann. Also dieser kleine Buggy. 60 km/h. So schnell laufen wir. So. Jetzt will ich mal gucken. Nee. Machen das mal anders da. Komm mal her. Nee, komm mal her. Eigentlich machen wir es mal so. Oh. Da oben dran. Hä? Ja. Der hängt da ja nicht drin, ne? Der geht genau dran vorbei. So, dann. Müssen wir hier mal peilen. Das ist die 5. Oder wir gehen direkt. Lass mal gucken. Warum eigentlich nicht? So. Jetzt können wir hier rüber. Da lang. Rennen mal und springen. Fast wie ein Jetpack. Huch. Das war ein Freeze eben. Jetzt sind wir da, glaube ich, ein bisschen zu niedrig. Das kann man mal. Jetzt aber hier mal peilen. Wo müssen wir denn hin? Könnten jetzt natürlich, da steht unser Buggy. Hier rüber gehen, leider geht das nicht von dort nach dort. Das ist zu weit. Das heißt, eine Stelze mitten im Weg. Um da rüber zu gehen. Wobei hier aber auch steil runter ist, eigentlich auch blöd. Ich will, mal gucken mal. Was ist das denn? Wo ist das Ding? Da ist es. Komm mal her. Wie weit kommen wir denn? Ich gehe nochmal hier. Was will er? Zu teuer? Was habe ich denn nicht? Habe ich die nicht? Yay! Oh. Ach, dann dieses blöde Band. Was vergessen? Sag mal her. Nee, Logistik. Verstecktes Stahl habe ich doch hier. Ach, der hat die Stangen gesucht, ne? Der hat die Dinger hier gesucht. Die hat er nicht. Geh weg. Hier die. Richtig? Genau. Was ist denn das, was der da hat? Eisenstangen. Eisenstangen sind. Haben wir hier noch welche? Die haben wir natürlich nicht. Geil. Ich laufe jetzt so schnell wie das Auto. Okay, dann machen wir es mal so. Dann. Zack. So. Nur Eisenstangen mitnehmen. Oh Gott. So, wenn wir hier querweg sind, wenn wir zu Fuß sind, wir schneller als mit dem Auto. Oh, festhalten. Jetzt haben wir Eisenstangen. Ja, da hätte ich auch dran denken können. Ich die nicht eingesammelt? Habe ich vergessen? War das nach dem Abspeichern? Mal gucken. Wo ist das Gas hier? Eigentlich könnte man hier so... Da ist unsere Fabrik. Wie kommen wir denn da hin? Hier ist das Gas. Hier ist das Gas. Nüsse mit. So, was braucht man? Eisenstangen? Ach, die sind da oben.
Ja, diese Wege, die blende ich wieder aus. Ja, habe ich jetzt vergessen auszuwählen. Diese Zickzack-Kabel hier, die können wir auch mal dann entfernen. Mache ich. Das mal sowas mache ich ihm auf. So. Warte mal, was braucht das Ding noch? Nicht, dass wir zu wenig haben. Zement, also normale Stahlplatten und diese. Normale Stahlplatten, das sind die hier. Einmal sortieren. Nehmen wir 200 mit. Nehmen wir 200 mit. Da ist übrigens noch, sehe ich gerade, deswegen war ich hier glaube ich auch noch. Eine Harddisk. Ich glaube, ich habe auch eine reingelegt und noch nicht geguckt, was es für ein alternatives Rezept gibt. Das können wir auch gleich mal machen. So. Schwubbelibub. Buff. Gegen die Tür. So, rein hier. So. Ab. Geht der Fisch. Genau. Schrauben. Aus was mache ich denn jetzt die Schrauben? Ich mache die aus. Da fällt ein Schritt weg, ne? Kann das sein? Da fällt ein Schritt weg, oder? Boah, das ist nämlich ganz wichtig. Jupp. So, die brauchen wir nämlich. Später brauchen wir nicht unheimlich viel. Dieses alternative Rezept, das brauchen wir. Glück, dass wir das haben. Dann hauen wir gleich die nächste rein. Die nächste. Wieder den Turbodraht nochmal. Wieso will er denn den nochmal? Hab ich gar nicht. Können wir machen. Können wir nachher mal machen. Lass das mal analysieren. So. Zement nehmen wir noch mit. Ich habe auch ein paar Wände in dieser Fabrik hochgemacht. Das kommt ja bei alte der Lift. Also das mit den Kabeln, das passt mir natürlich gar nicht. Das mache ich aber mal im Auf. So, Zement nehmen wir mit. Auch nochmal 200. Apropos 200. Wo ist denn hier dein Problem? Ach, der schafft doch. Ja, das ist in Ordnung. Das reicht auch. So, zack. Ab geht der Fisch. Können wir gerade wieder zurück. Wo mir dann... Da, jetzt muss ich nochmal peilen. Warte mal, warte mal. Die wird ja groß. Die ist ja nicht so klein. Die wird ja dann da. War richtig groß. Wo kommen wir also hier mit unserer Förderbahn an? Eigentlich von hier. Hier lang. Aber so, dass man auch ein bisschen fahren kann. Also müssen wir das Ding eigentlich auf Stelzen stellen. Gehen hier lang. Da hinten ist der Mast. Gehen hier lang. Quer durch die Pampa. Eigentlich sollten wir das so machen. Gehen hier lang. Da oben ist das Band. Da ist Kollege, Fahrzeug. So. Gehen wir nochmal da hoch. Können eigentlich auch mal eine Treppe hinmachen. Aber wozu? Brauchen wir jetzt nicht. So, zack. Nein, so nicht. Ja, so. Da unten lang. Können wir auch von hier machen. Das wird halt ein hohes Band. Wo bist du denn? Da. So, komm mal her. Ich mach dich nochmal hier an die Ecke. Wie weit kommen wir denn da jetzt mit? Mittendrin oder was? Echt?
Geneva gebaut? Ja, den einen auf jeden Fall. Das macht jetzt nichts. Aber hier passt das nicht. Das passt ja vorne und hinten nicht. Wir machen den hier hin. Also ich hoffe, dass wir den da hin machen. Ich hüpfe mal hier runter. Schade, hier aufs Auto hüpfen mit Bogen, wieder Fallschaden. Hier habe ich ja geil gezielt, echt. Aufpassen, dass ich da hinten nicht unser Mast abbaue. Ach nee, geht nicht. So, weg mit dem Ding. So, zeig mal her. Komm mal hoch hier. Kommst du mal hoch hier? Alter. Die Treppe ist da drüben. Okay. Was sonst immer? Na dann halt nicht. So, dann. Ah. Bauen natürlich. Bauen natürlich. So, dann. Komm. Noch ein Stück höher. So. Eigentlich. Ja, wir könnten hier aber schon. Warte mal, muss ja nicht auf die gleiche Höhe. Könnten wir hier. Warte, ich mach mal einen Weg. Einen. Ja, so. Ich hoffe, das Ding. Sollte eigentlich von der Länge, wenn nicht, dann ist das richtig doof. Yay. So, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir das so. Wie weit komme ich denn da? Förderbank zu lang. Bis dahin. Sieht dann aber ein bisschen blöd aus. Bis dahin komme ich. Bis dahin komme ich. So, machen wir hier. Peilen wir da mal lang. Mehr aber auch nicht. Mehr nicht. So, jetzt machen wir hier die vier. Sind schon die Rohren. Die. Komm. Alter. Fahren wir mit. Hab ich jetzt das Falsche genommen? Nee. Sieht so langsam aus, ne? So, dann. Das ist natürlich. Da können wir natürlich ein zweites Band. Aus diesem Grunde, falls wir eins benötigen, müssen wir nur den einen da austauschen. Komm mal her hier. Das sind zwei übereinander. Das ist natürlich unheimlich viel Material auf so einem Förderband, ne? Das ist ja das Problem. Das ist ja eigentlich auch eine Verschwendung hoch 10 im Quadrat mal wie auch immer. Kommst du da hin? Viel höher müssen wir eigentlich nicht. Kommt schon dahin. Ich hab schon gedacht, der will nur nicht. Ziemlich steil.
Wobei das noch funktioniert. So, da haben wir wieder eins verkehrt gesetzt. In dieser Höhe können wir es dann eigentlich auch mal lassen. Wie viel habe ich denn von den Dingern? 1, 2, 3, 4. So. Ich gehe jetzt mit dem Band darüber und melde mich, sobald ich da drüben angekommen bin. Ne? Müssen wir hier einen kleinen Cut machen. Bis dahin, bis gleich. Moin, da bin ich wieder. So. Ich habe das Band jetzt fast fertig, und zwar, das sollte ja erstmal hier, weil wir ja noch nicht wissen, wo wir das jetzt in die Fabrik genau einführen. Also ich bin jetzt hier ums Eck, gerade nach, deswegen Taschenlampe an. Damit das Zeug erstmal hier ankommt, habt ihr mal hier schnell in die Walachei einen Container gesetzt, damit das da erstmal gespeichert wird. Weil unsere Fabrik wird ja noch deutlich größer und die nehmen ja dann auch Platz weg, und zwar nicht zu knapp. Na, deswegen weiß ich noch nicht, wo genau ich die Fabrik dort reinsetzen will. Was ist eigentlich das da oben? Bist denn du eigentlich hier? Rohquarz, rein. Abbauen. Ist wahrscheinlich jetzt nur das ein bisschen Rohquarz. Ach, das ist das rote Zeug. Okay, dann machen wir das gleich mal weg. Wie viel ist denn da drin? 50? Zack, weg ist es. So, mit dem nächsten Abkommen kann man endlich auch mal diese Felsbrocken da wegsprengen, ne? Hier, da, sowas, ne? Mit Sprengstoff, das kommt im nächsten Update. So, also. Das Zeugs wird dann irgendwo hier in die Fabrik. Wir brauchen es unter anderem hier, wobei wir auch den Turbodraht auch vor Ort brauchen müssen, weil kurz hinter der Turbodrahtfabrik, der kleinen noch, ist das Ölfeld. Ja, da ist das Ölfeld und es ist auch unheimlich hoch, ne? Wobei unsere Fabrik, die hier, die wird dann deutlich größer. Das müssen wir hier mal festhalten, ne? Strom ist doch noch da, ne? Weil es hat so ein komisches Geräusch gemacht. Okay. Alles klar, ich bedanke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne? Baue ich hier ein bisschen weiter, ändere ein bisschen was im Off und dann wird noch das Öl angeschlossen. Bis dann. Ciao, ciao.